Hallo, liebes Exzessivpublikum. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Ich bin hier an einem ganz speziellen Ort. Ich bin hier beim alteingesessensten Paraphernalienhändler, also Bong- und Rauchzubehörhändler in Deutschland, dem Rudolf. Hallo, Rudolf. Hallo, Micha. Rudolf ist von Bam Bam Bole, der Gründer, der Geschäftsführer. Ihr kennt Bam Bam Bole sicher. Jeder, der schon mal ansatzweise mit Kiffen zu tun hatte, kennt Bam Bam Bole. Und ja, wir haben uns gedacht, stellen wir euch einfach mal den ältesten Laden vor. Und der Rudolf wollte uns erzählen, wie das so damals angefangen hat. Rudolf, seit wann bist du im Paraphernaliengeschäft, im Raucherzubehörgeschäft? Oha, das kann ich fast gar nicht so genau sagen. Es gab damals so eine Welle, da sind viele Leute nach Indien gefahren. Und irgendwann hat es mich dann auch mal gepackt und dann bin ich auch nach Indien gefahren. Das war, glaube ich, 1976. Da habe ich, die Reise habe ich mir so finanziert, indem ich die ersten Schillums aus dem Handgepäck wieder mitgebracht habe. Das war eigentlich der Ursprung von Bam Bam Bole. Bam Bam Bole heißt eigentlich verehrt sei Shiva. Bole ist einer von den vielen Namen, die Shiva hat. Und es gibt in Indien viele heilige Männer, die Shiva mit dem Schillum verehren, nämlich indem die so oft wie möglich Schillum rauchen. Oh. Dazu haben die ein ganz einfaches Gerät, nämlich hier vielleicht so ein Pontecherry-Schillum. Viele Sadhus haben natürlich ein einfaches Tonschillum, das ist jetzt ein Pontecherry-Schillum. Man hält es sich vor die Stirn und viele Leute sagen dabei Bam Bam Bole. Also auf meiner Reise war das so. Man war damals mit vielen Leuten unterwegs aus aller Herren Länder. Es war eine tolle Sache. Es war eine tolle Gesellschaft. Ich bin damals spontan nach Istanbul geflogen, habe im Flugzeug jemand getroffen, der hat das nur benutzt, um Urlaub in der Südtürkei zu machen. Dann sind wir den nächsten Tag zusammen durch Istanbul gegangen. Da gab es so einen Pudding-Shop, hieß das. Pudding-Shop war wohl ein Treffpunkt für alle möglichen Leute, die nach Asien gereist, gepilgert oder sonst was sind. Also die irgendwo in die Zentren nach Asien oder Afghanistan wollten. Da stand ein Schild, Bus nach Kabul, 120 Euro Mark. Also habe ich gedacht, naja, fliege ich jetzt Donnerstag zurück ins Sauerland oder kaufe ich mir ein Busticket nach Kabul. So bin ich dann das erste Mal nach Indien gekommen und ich habe viele Leute unterwegs getroffen. Ich habe mit Leuten aus allen Herren Ländern geraucht. Und als ich dann in Delhi angekommen bin, naja, vorher gab es noch Afghanistan. Also man fuhr, diese Busreisen, die funktionierten so, man fuhr da runter, erstmal schnell durch die Türkei, schnell durch Persien. Und wenn man in Afghanistan war, da ging das ganze Tempo etwas langsamer. Die erste Station in Afghanistan war Herat. Da bin ich dann ein paar Tage geblieben und habe schon mehrere Leute kennengelernt. Hinterher waren wir dann in Kandahar. Und von da sind wir dann, die übliche Route ging weiter nach Kabul. Wir sind aber dann nach Quetta, nach Pakistan reingefahren. In Quetta, da war das so, ja, das war wohl ein Ort im Anbaugebiet. Ich weiß es nicht genau, in Belutschistan. Da war das im Grunde so, da gab es Shops. Da ist man hingegangen und hat den einen Rupi auf den Tisch gelegt und hat dafür 1,5 Gramm gekriegt. War alles scheinbar ganz legal. Und das konnte man dann hinter einem Mann in der Mitte geben. Das war so ein Raum, rundherum waren Bänke oder eine Bank rundherum am Raum, am Rand. Und da saß man dann zusammen mit internationalen, also mit Pakistanen und mit internationalen Reisenden und dann gingen da immer Schillums rum. Das war eigentlich ein tolles Erlebnis. Also das war so die primäre Konsumform, die verbreiteste. Haschischmischung im Schillum, ja? Haschischmischung im Schillum. Also in Pakistan war das da allerdings auch so, da konnte man dann noch im Nebenraum gehen und konnte dann ein Shisha war das nicht, eine Wasserpfeife rauchen. Mhm. Nicht so, wie man heute die Shishas kennt, das war mehr eine aus Ton. Wir haben jetzt so ein Modell nicht mehr. Das wurde dann mit
Holzkohle gemacht und dauernd Pieße nachgeschmissen. Im Grunde hat man sich dabei die Lunge aus dem Hals gehustet. Es war aber interessant, es war ein tolles Erlebnis, wenn auch etwas exzessiv, würde ich sagen, im Nachhinein. Naja, von da aus bin ich dann weiter hinterher nach Delhi gefahren und da habe ich dann, es war eine tolle Reise, die ersten Chillums gekauft und im Handgepäck mit nach Deutschland gebracht und habe mir so die Reise finanziert. Aber was ich noch sagen wollte, die heiligen Männer in Indien, es gibt welche, die nehmen das dampfende Chillum, halten sich das vor die Stirn und sagen Bum Shankar. Wenig Leute sagen Bam Bam Bole, was heißt verehrt sei Shiva, halten es an die Stirn, Bam Bam Bole und ziehen tief rein. Bei dem Gedanken kriege ich immer noch leuchtende Augen. So ist der Name Bam Bam Bole geboren. Ursprünglich, also für diese meine Firma geboren. Ursprünglich hatte ich nur so ein Chillum so genannt und hinterher die ganze Firma so. Und als du dann nach Deutschland zurück bist, waren die Chillums hier auch schon gefragt als Rauchware, also als Rauchutensil? Die waren schon gefragt. Ich hatte damals so, schon bevor ich gefahren bin, irgendwie so eine Vision. Es gab ja manchmal Discos und vor der Disco standen draußen Leute, warum auch immer. Und dann dachte ich so, da müsste man jetzt einen Koffer auspacken mit Chillums drin. Und bei den Chillums ist es dann aber nicht geblieben. Du hast das dann relativ flott ausgebaut. Ja, so am Anfang nur Chillums und wie ging es dann weiter? Bist du öfters gereist, ja? Naja, das war dann so. Ich habe damals, bin ich auf Flohmärkte gefahren und habe unter anderem Chillums verkauft und Mineralien verkauft. Weil zu Mineralien hatte ich auch einen Bezug. Als Jugendlicher habe ich viele alte Bergwerke und alte Steinbrüche und Fundorte aufgesucht und habe Mineralien gesammelt. Das war mein anderes Hobby, was ich hatte. Und das mit der Raucherei war das zweite Hobby. Und so bin ich am Ende, habe ich das Hobby zum Beruf gemacht. Und so kam das dann. Naja, ich bin damals auf Flohmärkte gefahren, habe Chillums verkauft und verschiedene, es gab auch noch verschiedene andere Holzpfeifen. Eigentlich hat sich von damals leider wenig durchgesetzt. Ach, eine Purpfeife haben wir noch. Ach, die kleinen Purpfeifen, die kenne ich auch noch. Damit habe ich auch damals, 85 habe ich damit angefangen. Weiß ich noch, ich habe in den USA angefangen, habe mir so eine kleine Purpfeife rübergeschmuggelt aus den USA und habe die dann hier auch jahrelang nichts anderes geraucht. Als so eine ganz kleine Purpfeife, die sieht man ja heute kaum noch, die aus Holz. Das war die Nummer W6. Wir haben da eigentlich, also das heißt die sechste Purpfeife oder die sechste Holzpfeife. Wir haben die immer noch im Programm, das nur nebenbei. Und ansonsten Speckstein auch einiges gehabt? Es gab auch Speckstein-Chillums. Speckstein-Chillums haben sich nicht so durchgesetzt. Und zwar beim Speckstein-Chillum ist das so, das wird heiß und dann läuft das Ganze so durch, das schmeckt nicht. Während der Vorteil bei einem Tonchillum, viele von den jüngeren Leuten wissen ja wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist, bei einem Tonchillum, das ist nur da heiß, wo es brennt und der Rest ist kühl. Und der ganze Siff, der setzt sich im Ton fest. Und wenn es mal nicht mehr schmeckt, dann nimmt man das einfach und heizt es, glüht es einmal durch und dann schmeckt es wieder. Also das Lagerfeuer schmeißen. Also da wollte ich nochmal darauf hinweisen, das ist genau das, wie man seit Jahrtausenden raucht praktisch, seit Jahrhunderten raucht in Indien. Na gut, dann ging die ganze Sache weiter. Ich bin auf Flohmärkte, ich habe mir dann Sachen selber aus Indien noch schicken lassen, habe die auf Flohmärkten verkauft und habe andere Händler angesprochen, wollt ihr auch bei mir im Großhandel was kaufen? Und so fing das mit dem Großhandel an, dann habe ich langsam immer weiter Rauchgeräte bestellt. Also dann haben wir auch langsam ein paar Glasgeräte. Also es gab zuerst nur Holzchillums, Speckstein-Chillums, Tonchillums und ein paar verschiedene Pfeifen. Und aus Amerika kamen dann langsam diese Metallschraubpfeifen. Ach, die mit den ganz vielen Teilen, die überall rangepasst haben. Die sieht man heute auch kaum noch. Ja, doch, wir verkaufen die noch ganz gut und da ist immer noch eine rege Nachfrage. Ja, ich denke, das sind bestimmt die Älteren. Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Naja, und dann haben wir aber auch schon ungefähr 1980 mit Glaspfeifen angefangen. Da hatten wir zum Beispiel dieses Modell GH1. Die Kofferbong, ich kann mich erinnern, das war eine, also eigentlich war es ja eine, nicht die Kofferbong, aber eine Bam Bam Bole war auf jeden Fall auch meine erste Bong, Leute, weil damals war Bam Bam Bole sowieso das Einzige, was man überhaupt rauchen konnte, die Einzigen, die die Bongs überhaupt hergestellt haben und ich war total froh, als dann die Bam Bam Bole in den Kofferbongs rauskamen, die konnte man dann nämlich ganz prima mit auf Festivals nehmen.
Früher hatte ich immer das Problem, meine eigene Bong hatte ich immer Angst, oh nee, will ich nicht mit aufs Festival nehmen, aber die super, weil damals gab es ja noch nicht so viel Kontrollen, aber kaputt gegangen ist trotzdem schon mal einiges und da war so eine Kofferbong fürs Festival wirklich perfekt. Ich kann mich erinnern, auf meinem ersten Reggae Suns Summer Jam 1987 habe ich auch eine bei gehabt, vor 27 Jahren. Ja, das ehrt mich. Da freut mich auch, dass du dabei noch leuchtende Augen kriegst, wenn du daran denkst. Naja, das war das Modell GH1. Hatten wir auch als GW1. Ich glaube, wir waren die Ersten, die Pfeifen in Indien haben, Glaspfeifen in Indien haben herstellen lassen. Das gab es vorher nämlich nicht. Wir hatten damals ein paar eigene Ideen, die wir verwirklicht hatten, ein paar Sachen, die wir irgendwo schon gesehen hatten und dann vielleicht verbessert. Und dann gab es auch noch einen Glasbläser, Helmut Zimmermann, der war damals schon, naja, was heißt alt, der hat uns auch ein paar Tipps gegeben, der hatte damals irgendwo im Labor gearbeitet und nebenbei Glaspfeifen hergestellt. Gibt es ja heute auch sehr viele, aber der Helmut war im Prinzip der Erste, der sich mit Glasbongs hier in Deutschland beschäftigt hat, oder? Mit der Erste. Auf jeden Fall definitiv mit der Erste. Er war immer schon ein paar Jahre älter als die anderen, hat geraucht und hat als Glasbläser in Laboren Ich gearbeitet. kann mich an einen uralten Bericht erinnern und da wurde der Helmut als Erfinder der Glaschillums bezeichnet. Ist Als das Glaskavums. Glaskavums, meinte ich, ist das richtig? Oder? Das hat er so zu mir gesagt, nicht? Das heißt, er sagte, ja, es hätten Modelle aus Amerika gegeben, da wäre das Gummi drin gewesen. Und er hat das dann fest verbunden. Ja, ich kann mich erinnern, die hatte früher fast jeder, die sieht man heute aber auch noch relativ häufig. Ich halte einfach mal so eins hoch. Erstmal euer ganz altes. Das hier ist euer erstes, was ihr hattet, richtig? Oder mit Ja, euer erstes, das ist ja. ein Glaskavum, was wir früher hatten im Koffer unter der Nummer K10. Das ist wirklich, das ist schon Kifferhistorie, sage ich Leute. Das hat früher jeder gehabt. Wirklich jeder Kiffer, das war das, was heute das teure Super-Taschengerät ist, sowas reicht auch. Also wir haben es so gefunden und damals hatten wir noch so ein Logo mit einem Wagen. Dieses ist jetzt alles nicht mehr so modern für heutige Verhältnisse. Also dieses Modell haben wir irgendwo in der Ecke gefunden. Aber ihr habt euch ja angepasst. Wir haben uns angepasst und heute ist natürlich alles moderner. Es geht ein bisschen mehr rein, das Loch unten ist zeitgemäßer und alles ist formschöner verpackt. Das ist das aktuelle Modell, aber es ist im Prinzip eine Weiterentwicklung des Modells von damals. Hier ist eines unserer neuesten Modelle. Hier haben wir Doppelperkulatoren drin, Schillum rausnehmbar, unten noch mit Diffuser-Chip, Schillum und so weiter. Diffuser-Schlitzen. Ich mal, das ist wirklich ein schönes, solides Modell. Und vor allen Dingen, Leute, ich habe euch ja immer gesagt, eine gute Bong erkennt man am Schliff, der nicht wackelt. Ja, da gibt es ein 5 mm dickes Glas, 5 mm Mundstück und ja, ein bistabiler Schliff, also sieht echt alles wunderbar aus. Ja, und die ist bestimmt lecker. Leider ist hier Rauchverbot. Ja, wir sind ja hier am Arbeitsplatz. Ansonsten, wir sind ja nicht in unserem gewohnten Studioambiente. Ansonsten hätte ich das Ding jetzt gleich auch mal ausprobiert, aber das holen wir dann halt ein andermal nach. Können wir ja nachher vor der Tür machen. Na Sehr, gut, sehr gerne. dann gibt es immer noch Wollte gerade Keramikpfeifen. sagen, ich habe den Merlin habe ich entdeckt. Hier zum Beispiel, den haben wir auch schon. Das ist eigentlich ein Klassiker. Das war auch mit meine erste Bong neben der Kofferbong. Also die gab es, glaube ich, noch länger. Die waren damals auch noch ein bisschen günstiger und so. Früher hieß der bei mir, der hieß Merlin, glaube Nein, das ich. ist der Tod. Der Merlin ist der Aber den Renner. Merlin habt ihr auch noch, ja? Oder hattet ihr mal? Zeitweise Ja, haben wir also ich kann den. mich Ich weiß erinnern, es jetzt nicht genau. sehr cool. Also das weckt wirklich Erinnerungen in mir. Sau geil. Ja, und da ist Bambambole mit die einzige Firma, bei der man überhaupt noch ältere Sachen manchmal erhält, die früher noch modern waren. Weil wir führen zwar auch moderne Sachen, aber wir führen auch alte Sachen. Naja, und was dann auch noch viel gibt, jetzt natürlich Blunt und diese Sachen. Dann haben wir das Angebot ausgeweitet. Ich meine, über Blunt kann man sich streiten, weil es ist ja eigentlich was Parfümiertes, ne? Ja, und es ist auch noch zur Hälfte Papier. Es ist eine Mischung aus Papier und Tabak. Es sind eigentlich nur die originalen Blunts, sind wirklich aus 100% Tabak. Die gibt es aber schon gar nicht mehr. Schon seit Ewigkeiten gibt es die normalen Blunts nicht mehr. Und die anderen Blunts, da wird Tabak und Papier aufgeweicht und dann gewalzt. Also du hast beim Blunt auch einen Papieranteil. Also bei dem normalen, was heutzutage als Blunt durchgeht. Das wusste ich auch bis vor kurzem nicht und das ist leider auch kein reiner Tabak.
Es ist leider kein reiner Tabak und es ist mit allem Möglichen parfümiert. Und ob das so das Richtige ist, aber es ist eine Nachfrage und dann haben wir das auch. Und dann gibt es natürlich auch Shishas und die führen wir auch. Shisha-Tabak, Shisha-Steine und sowas Auch alles. die gute Kohle habe ich gesehen. Und aber keine Legal Highs, richtig? Legal Highs führt ihr nicht, diese komischen Kräuterchen, dieses Ersatzhaschisch. Nein, da war ich immer strikt dagegen. Ja. Und viele haben es verkauft. Ich habe es aus moralischen Gründen nicht gemacht. Und wenn man mal mit Personen spricht, die Ahnung von Kräutern hatten zu der Zeit, die sagen dann von Anfang an, ich weiß, sowas kann es nicht geben. Und da haben wir uns nicht drauf eingelassen. Exzessivfolge 113, legendär, ist genau das auch vermittelt. Ganz gefährliche Sache. Ich habe eine Menge Respekt vor den Händlern, die es damals nicht gemacht haben. Es gab wenige, die haben dem widerstanden. Das kann ich auch sagen. Ja, es gab wenige, die haben dem widerstanden, weil viel Geld drin war. Und der Rudolf war einer der wenigen. Wirklich Respekt dafür. Wir haben aber davon profitiert als Großhändler. Es gab manche, die fast pleite waren, die sich danach saniert haben, allerdings und dann ihre Schulden bezahlen konnten. Allerdings gibt es auch manche davon, die viele ja dann doch am Ende eine Strafe gekriegt haben, weil die immer wieder geänderte Mischungen verkauft haben, die inzwischen verboten waren. Und also ich weiß von mehreren, die zwischen 5 und 25.000 Euro Strafe zahlen mussten. Hätten sie besser nicht gemacht, weil mittlerweile ist es ja, gibt's ein, sind sie alle frei. Die Strafen sind alle, der Europäische Gerichtshof Ach so. hat ein Präzedenzurteil gefällt und kein Legal-High-Händler kann mehr verurteilt werden seit 3 Monaten. Also was wir auch nicht machen, wir verkaufen kein Zubehör für Kokain oder keine Crackpfeifen Cool, also. oder Crystal-Pfeifen. Es gibt so kleine Pfeifen, da sagt jeder Ölpfeifen, aber in Wirklichkeit sind die für Crystal Ach so. und das mache ich aus Prinzip nicht. Aber was ich gesehen habe, ihr geht trotzdem mit der Zeit und ihr habt jetzt auch die Öldabber, also die Dabbing-Dinger habt Ja, ihr im wir Programm, ja? arbeiten dran. In Kürze haben wir die auch im Programm. Sehr schön. So, und dann hast du natürlich irgendwann aufgehört mit dem Bauchladen, nur Pfeifchen und Chillums vor der Disco zu verkaufen und dann kamen die 90er und dann wurde es ein bisschen mehr, richtig? Naja, das hat sich langsam so hingezogen. Ich hatte dann zuerst habe ich im Sauerland angefangen und bin dann ungefähr 78 nach Bielefeld gezogen. Von Bielefeld aus habe ich den Handel dann im Keller, aus dem Keller rausgemacht. Und dann hat sich der Großhandel langsam immer mehr erweitert und bin dann ein Jahr vor der Wende habe ich mich entschlossen, nach Berlin zu ziehen. Und dann haben wir zuerst den Laden in der Eisenacher Straße aufgemacht, wo ich dann vorne einen Einzelhandel hatte, der manchmal manchen Bambambole-Kunden vielleicht noch bekannt ist aus Ja, der ersten Generation. sicher. Allen Berlinern, glaube ich. Zumindest allen Westberlinern. Es gab damals wenig Headshops, ne? Und den Großhandel haben wir aus den hinteren Räumen gemacht. Und dann sind wir 1900, dann kam die Wende, dann ist auch Speedy mit eingestiegen. Viele im Großhandel werden Speedy kennen als zuverlässige, kompetente Kraft bei Bambambole, die am Telefon auch immer freundlich ist und kompetent und alle gut beraten kann. Das war 91, ist er dabei und langsam hat man sich dann immer mehr vergrößert, dass man vielleicht neun mit zwei, drei Mitarbeitern erstmal zugange war und richtig explodiert. Ist der ganze Umsatz 1994 durch zwei Ereignisse. Einmal war es hier das Urteil von dem Richter Neskowitsch, Recht auf Rausch, und dieses Buch von Hanf ist die Rede. Vom Bröckers und vom Jackira. Genau, das hat praktisch in der ganzen Branche einen Boom ausgelöst. Und dann ging das eigentlich so im Laufe der Jahre weiter, dass wir hinterher vom Güterbahnhof Wilmersdorf sind wir dann vor 8 Jahren hierhin gezogen und hier arbeiten wir jetzt noch. Also andere sind vielleicht inzwischen größer und haben mehr Mitarbeiter als wir. Aber was für mich ganz wichtig ist, dass wir auch einen engen persönlichen Kontakt zu unseren Kunden haben. Und dass wir jeden näher zumindest vom Telefon persönlich kennen und automatisch mit Namen ansprechen können und dass man so auch mal sich ein bisschen unterhält und wir einfach auch für die Kunden da sind. Wir beliefern ausschließlich Geschäfte, wir verkaufen nicht an jedermann. Wir haben einen Internetshop, der Internetshop ist aber auch nur für Geschäfte da. Da können sich auch nur Geschäfte einloggen. Ich denke aber, Bambambole-Pfeifen ist auch jedem Endverbraucher ein Begriff. Zumindest die, die schon etwas länger dabei sind, die, oder denen erst recht. Und ich glaube, ich kenne auch keinen Headshop, wo du deine Produkte nicht siehst. Wenn ich immer so mich einmal quer durch Berlin denke, kaum einen Headshop, wo man deine Dinger nicht sieht.
also keine Frage. Der Klassiker, der Bauch mit dem Knick oben, ja, also wirklich, kenne kaum einen, den ich, kaum einen, der den, nö, gibt es eigentlich gar nicht. Und wie sehen die Pläne aus für die Zukunft? Ja, die Pläne für die Zukunft sehen so aus, dass wir uns noch ein bisschen im die, dass wir unser Programm jetzt auch massiv durch die ganzen Perkulatorbombs und so weiter erweitern, durch diese Legalisierungswelle in Amerika. War da in den letzten Jahren eine riesige Kreativität, die auch langsam nach Deutschland überschwappt, dass dann immer mehr Perkulatorbons sind. Gut, wir haben uns da eigentlich aus dem Grunde ein bisschen zurückgehalten, weil die natürlich alle viel schwieriger zum Saubermachen sind. Da muss man ja mit harten Chemikalien rein. Nimmt man nur ein einfaches Rohr, dann macht man etwas Schmand weg rein oder wer es gerade nicht hat, einen Spülmaschinentabs und dann ist die Pfeife auch sauber. Bei einem Perkulatorbons mit vielen verwinkelten Ecken, da muss man viel mehr machen. Spannend weg ist noch mein letztes Stichwort sozusagen. Kann ich mich auch erinnern, als das auf den Markt kam damals, ich glaube, da wart ihr auch eine der Pioniere zumindest bei dem Spannend weg. Das hat auch richtig reingeschlagen. Ja. Da fand ich richtig cool. Dann war eigentlich Ende mit Spülmittel und versifften Bürsten und so. Echt cool. Habt ihr damals, wart ihr mit die Ersten, soweit ich mich entsinne? Wir haben es auf jeden Fall sehr lange. Ihr habt das, ja, ich weiß. Damals, als ihr angefangen habt, gab es eigentlich auch nur noch den Eder, oder? Als wir angefangen haben, gab es in Deutschland den Ede. Es gab aber einzelne Inder, die auch auf Märkte gefahren sind, die auch so ein paar Schillums hatten. Aber diese sind alle schon lange nicht mehr im Geschäft. Wie gesagt, die haben nichts mit denen zu tun, die es heute noch gibt. Also wir sind aber eigentlich schon 3, 4, 5 Jahre länger im Geschäft als Ede, das echt? Nur nebenbei. Und wir sind Deutschlands ältester Großhandel. Es gab welche, die früher was gemacht haben. Die hatten ein paar Schillums und haben dann hinterher auf Parfüme, indische Textilien umgestellt und wir sind bei den Rauchgeräten geblieben. Viele andere sind vom Markt verschwunden, wir sind immer noch dabei und wir möchten noch viele Jahre dabei sein. Die Entwicklung ist ja auch interessant. Also ich persönlich bin doch fest davon überzeugt, dass es auch mal in Deutschland legalisiert wird, weil wer hätte vor 25,5 Jahren damit gerechnet, dass die Berliner Mauer fällt, nämlich kein Mensch eigentlich. Und genauso glaube ich, dass das Cannabisverbot auch nicht mehr zu halten ist, dauerhaft. Da gehe ich auch von aus und ich denke, das sieht man auch momentan auch in der Entwicklung international, auch in Deutschland tut sich einiges, wo ich vor 2 Jahren noch nicht mit gerechnet hätte, nicht wahr? Na gut, und wer das soweit ist, für den Fall, dass es kommt oder auch so, wer sich schon hinstellen möchte, verlosen war, wollten wir eigentlich diese Bon verlosen, aber Micha wollte ja vor die Tür gehen, deswegen haben wir uns eine andere ausgesucht, nämlich hier diese vakuummetallisierte, wie es die sonst eigentlich nirgendwo gibt auf dem Markt. Diese, hier ist noch eine metallisierte Schicht draufgetragen, Lebensmittel echt und Sand gestrahlt. Gibt es so ausschließlich bei Bambambole. Die verlosen wir dann. Super. Ja, Leute, dann überlegen wir mal ganz schnell. Ihr müsst einfach unten in die Kommentare Bambambole schreiben. Und ja, wir verlosen da unter den Leuten wieder einen Gewinner. Ja? Bambambole heißt, ich möchte teilnehmen. Ja, aber nicht, ich möchte teilnehmen, runterschreiben. Bambambole. Und unter allen Einsendungen, unter allen Kommentaren wird diese herrliche Bon verlost, gesandstrahlt und metallisiert, richtig? Mit einer Lebensmittel... Also Lebensmittel echt vakuummetallisiert. Sehr schön. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Stück. Vielen Dank im Namen unserer Zuschauer. Und ja, ich denke, wir verkrümeln uns jetzt mal mit dem anderen Modul um die Ecke. Ihr kommentiert fleißig und ich verabschiede mich jetzt und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank für die wirklich interessante History deiner Firma, Rudolf. Also Dankeschön. Super. Ehrt mich auch. Okay, dann Leute, bis nächste Woche und tschüss, exzessives Wochenende, treibt's nicht so doll. Bye, bye. Okay, Wolfgang, vielen Dank. Ja, also... Stopp. Also ich muss noch mal sagen, ich heiße Rudolf und nicht Burkhard und das schon, wir jetzt raus. Das ist bestimmt die Vorfreude auf das Bong.